Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MIMO Program Serie. In diesem Video geht es um Cyjek Mobile Maps 9, die Version. Die ist heute gerade rausgekommen. Wie man sieht, geht jetzt gerade das GPS an. Dann soll man sich die Karte auswählen am Anfang und man bekommt die Verkehrsbestimmungen angezeigt, bei denen man zustimmen muss. In dieser Zeit hat er jetzt schon den GPS-Fix gefunden und zeigt hier zu Hause an. Also das geht sehr, sehr schnell. Ich bin auch im Haus drin, also da kann man wirklich nicht meckern, ist ein super Empfang. So, wenn man jetzt auf das Display drückt, irgendwo an irgendeine Stelle, kommt man ins Hauptmenü rein. Hier hat man erstmal 6 verschiedene Auswahlmöglichkeiten, zu einem Ziel hinzufahren, die Karte zu rollen, also in Übersicht zu starten. Und hier eine schöne Weltkugel, wo man auch näher ranzoomen kann. Das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Wieder mit Optionen und also sehr, sehr umfangreich. Deswegen ist dieses Video auch erst Teil 1. Von einer ganzen Serie von Videos zu Cyjek. So, dann hat man hier noch, wenn man gerade am Navigieren ist, kann man eine Alternativroute, wenn man zum Beispiel einen Stau umfahren möchte oder einfach noch jemand anderen besuchen möchte, kann man hier noch eine Alternativroute eingeben. Dann hat man hier die Einstellungen, zu denen kommen wir gleich noch. Die jetzige Route, die man zum Beispiel jetzt gerade hat, anzeigen. Und auf der geplanten Route noch Zwischenziele anzeigen. So, im zweiten Bildschirm hat man noch 4 Auswahlmöglichkeiten. Da kann man die Points of Interest, auf Deutsch die OFIs, die Orte von Interesse, anzeigen oder modifizieren. Dann kann man noch die aktuelle Position speichern. In den Extras gibt es 4 kleine Programme. Gut, ist vielleicht ganz interessant hier Länderinfo, da bekommt man dann einfach Informationen zu dem Land. So, zurück im Menü ist hier noch der Beenden-Knopf. Das war's hier auch im Menü. Kommen wir zu den Einstellungen. Da kann man jetzt umschalten zwischen der dreidimensionalen Ansicht und der Vogelperspektive, Tages- und Nachtfarben, also da es spät am Abend ist, zeigt er mir die ganze Karte in Nachtfarben an. Das kann ich mir einfach umstellen, indem ich hier auf Tagesfarben klicke, wird auch das Menü hell und die Tagesfarben auf der Karte werden aktiviert. So, und hier wieder automatische Farbgestaltung. Sollte er gleich wieder wechseln zu den Nachtfarben. Jetzt kann man hier den Ton an- und ausschalten. Routenplanung, also welche Route er gehen soll, berechnen soll, kann man einstellen und einstellen, ob man Mautstraßen vermeiden möchte oder nicht. Einstellungen Beschilderung, also da kann man sich einstellen, welche Schilder, virtuellen Schilder auf dem Display angezeigt werden sollen beim Fahren. Dann die Tastatur, ist nicht weiter interessant. Regionale Einstellungen, klar, Kilometer, Zeiteinstellungen, wie halt das Ganze angezeigt werden soll. Sprachwahl ist klar, Einstellung Stimme, ich habe mir jetzt nur die deutsche Stimme installiert, man kann sich aber aus einer ganzen Reihe von Stimmen auswählen auf dem Computer. Wenn man draufklickt, nach 300 Metern biegen Sie links ab, bekommt man ein kleines Sample vorgespielt. Nach 300 Metern biegen Sie links ab. So, wählen wir diese Stimme aus. Und hier rechts kann man noch die Karten auswählen. Ich habe mir jetzt auch nur die eine installiert. Also der sagt zwar, ist die Europakarte, aber in Wirklichkeit ist das jetzt nur die Deutschlandkarte mit den wichtigsten Straßen von Europa. Mitgeliefert werden aber alle Karten von Europa für 60 Euro insgesamt. Wählen wir diese aus. So, weiter in den Einstellungen kann man sich seine Heimatadresse einstellen, die Hilfe anzeigen lassen und über Mobile Maps. Ja, Gerätecode muss man jetzt nicht unbedingt sehen, aber gut. So, und klar, in der Hilfe noch kann man sich ganz schön viele Sachen anzeigen lassen. Also, da gibt es wirklich eine sehr umfangreiche Hilfe. Das war's
zum ersten Video von Cyjack. Mehr werden kommen, auf jeden Fall. Und zwar werde ich noch weiter die Navigationsfunktion erläutern. Jetzt nur ein kurzer Überblick. Wenn man auf Fahrer zuklickt, hat man wieder Auswahlmöglichkeiten, zu welcher Adresse oder nach Hause oder eine GPS-Position eingeben. Wenn ich eine Adresse anklicke, wählt er mir die nächste Stadt aus, gleich zur Auswahl. Habe ich Berlin genommen. Nehme ich gleich mal den Kurfürstendamm. Da hat dann schon. Okay, beliebige Nummer nehme ich. Okay, jetzt zeigt er mir hier noch Informationen an. Wenn ich zum Beispiel einen Ort von Interesse ausgewählt hätte, könnte ich das gleich anrufen. Ich kann es mir auf der Karte anzeigen lassen, einen Parkplatz in der Nähe suchen, zu den Favoriten hinzufügen oder einfach nur dahin navigieren. Dann berechnet er die Route. Und sobald er die berechnet hat, zeigt er mir die an. Ja. Das dauert jetzt eigentlich ein bisschen zu lange, meiner Meinung nach. Für wesentlich längere Strecken braucht er nicht so lange. Ich breche einfach mal ab und fahre zu einer anderen Adresse. Berlin. Irgendeine Hauptstraße. Hauptstraße. So. Fertig. Navigieren. So, das ging viel schneller. Also da war eben... Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab. Alles klar, da begrüßt einen auch schon eine schöne Stimme. Man kann auf Details klicken und sieht hier eine ganze Menge Informationen. Dazu aber in den nächsten Videos mehr. Ja, das war's zu Cyjack. Vielen Dank fürs Zugucken. Ob ich das Programm empfehlen kann oder nicht, werde ich in einem der nächsten Videos erzählen. Zuerst einmal, ich bin sehr zufrieden damit. Ich hatte es auch schon auf den Symbian-Geräten. Aber ob es sich lohnt, wie gesagt, in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.